Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und wir sind jetzt in Oregon unterwegs und fangen, ja, keine Ahnung was. Wie ihr seht, ich bin hier auch komplett alleine. Ich werde vielleicht mal meine Angel bestücken, also meine Angeln bestücken und schauen mal, was wir hier vielleicht kriegen oder nicht kriegen. Kein Plan. Also, die Tatsache, dass ich hier alleine bin, ist sehr erschreckend. Vielleicht gibt es hier gar keine Fische. Aber mal schauen. So, okay, gut. Keine Ahnung. Brauchen wir das? Mal gucken, was wir haben. Wachswürmer. Ist ja keine große Auswahl, wa? Moment. Das überspringt zu sehr. Das überspringt zu sehr. Was haben wir denn hier noch? Grillen. Wir knallen da Grillen dran. So. Da macht mir keiner was vor. Kennt mich aus mit Grillen. Tiefe ist auf jeden Fall zu tief. Ja, mal einen Meter. So. Dann nochmal die hier. Was haben wir hier? Standard Barsch, Fang, Gedöns. Was machen wir hier ran? Machen wir mal hier so das Standardzeug ran. Die sind ja fängig. Können natürlich auch einen Narrow Run machen, ne? Oh ja, einen Narrow Run. Wir sind ja nicht so mit Gold. Muss ja nicht sein. Und ich würde auch gerne mal die hier versuchen. Ich weiß nur nicht, wie schwer. Kann ich noch irgendwelche anderen kaufen? Mal gucken. Ja, nee, hier sind die drin, ne? Jighead. Aha. Ein 4-0er Haken. 3-0er, 3-0er. Okay, mit Gewichtsunterschieden 2-0er. Ich glaube, 2-0er hatte ich nicht. Kaufen wir mal. Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da. Gott. Entweder bin ich komplett blind oder. Ich weiß auch nicht. Was haben wir da? Was machen wir da ran? Die sind gerade noch so für den 2-0er gedacht, sehe ich gerade. Das ist der einzige, der so ein bisschen bunt aussieht. Und den gibt es auch für größer. Pack mal ran. Welcher sind wir eigentlich? Verdammt, Fische haben wir gerade umgebaut. Wir haben die falsch umgebaut. Goddammit, warum? Da kommt wieder so ein Barschding ran. So. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe aber auch leichtere. Ja. Die wollte ich doch umbauen. Oder lassen wir die erstmal so? Wir lassen die erstmal so. Aber ich mache mal vielleicht einen anderen dran. Probieren wir mal den aus. Und dann schauen wir mal, was wir hier nicht fangen. Chat kann ich ja anlassen. Ist eh keine Sau da. Tja, da ist ganz viel Kraut, sehe ich gerade. Also ich war hier an dieser Stelle noch nicht, weil ich bin immer gleich nach Oregon da an diese Forellenstelle gegangen, um zu leveln. Alter. Das wäre hier gleich von einem Adler gepackt. Er fliegt dann mit mir in die Berge. So, keine Ahnung, ich würde es da versuchen, oder? Mal probieren? Probieren's mal. Stell mal so auf die Standardzeit. Also ich bin immer so um 10, bin ich mal da und angel. Mal gucken, ob das hier aus ist. Mal gucken. Ja, man kann auch die Zeit vorstellen, wenn man gerade rausgeworfen hat. So, Barsche waren ja mal oben, ne? So halbwegs. In North Carolina habe ich die mal in der Mitte gefangen. Hier soll es ja Barsche geben. Stand zumindest in der Beschreibung. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht will das Spiel mich auch einfach verarschen. So, wir geben nicht auf. So, nebenbei kann ich noch anmerken, TeamSpeak haben wir. Der funktioniert auch. Der ist gut.
Und ansonsten wurde irgendwie spontan eine Steam-Gruppe geöffnet, wo ziemlich jeder rein kann, wenn er will. Ist nicht meine Gruppe, aber ich bin da jetzt auch Admin und also ich war jetzt nicht so überzeugt davon, dass man sowas braucht oder dass ich sowas brauche, weil die Leute können mich ja auch per Steam einfach adden, wenn sie was möchten. Dann müssen sie nicht da in der Steam-Gruppe schreiben. Aber gut. Oh, da ist jemand dazugekommen. Sei mir nicht böse, aber dann mache ich aus. Ich freue mich ja auch immer, wenn die Leute mich anschreiben, wenn sie sehen, dass ich gerade drin bin. Und sich darüber freuen, dass ich da bin. Freue ich mich auch, dass ich da bin. Dann freuen wir uns immer alle zusammen, dass wir da sind. Gibt es keine Fische? Vielleicht ist die Uhrzeit doch scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe aber auch nichts, dass irgendwie einer mal hinterherjagt oder ein Fehlbiss oder irgendwas. Wahrscheinlich habe ich hier eher die Hänger. Bleib ich irgendwo hängen und dann reißt es mir die ganze Angel kaputt. War ganz lustig gestern. Da habe ich geangelt. Und hatte dann auf Barsch geangelt und die haben sowohl irgendwie in der KI irgendwas verändert, dass die halt übelst kämpfen, ja. Also hier nicht von wegen Rechtsklick und ranziehen, Rechtsklick, ranziehen, nee, nee. Ich habe den auf, ich glaube, 13 Metern gefangen und der ist bis auf 36 Meter weggeschwommen, obwohl ich gezogen habe, wie so ein Tier. Das war dem egal. Tja, apropos Tier, mein Tier will jetzt rein. Ist natürlich immer so, in der Aufnahme muss es rein und es muss auch mindestens einmal in der Aufnahme wieder raus. Ich rede von der Katze. Er möchte halt keine Aufnahme verpassen. Rede ich mir zumindest ein. So. Warum klappt das nicht? Hier stand, hier gibt's Barsche. Das ist nicht fair. Wenn da steht, es gibt Barsche, dann muss es auch Barsche geben. Mir juckt die Nase. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Hm, nichts. Versuchen wir mal einen anderen. Ich habe mir extra so eine weißen Teile hier geholt. Probieren wir mal den aus. Erstmal da und dann, wenn hier nichts kommt, dann sperren wir nochmal nach rechts. Ich habe also nicht da gesessen und habe hier probiert und probiert und probiert. Ich weiß einfach nicht, ob es hier was gibt. Keine Ahnung. Die Tatsache, dass der Chat halt leer ist, beziehungsweise jetzt mit jemandem gefüllt ist und mir zusammen, sagt ja schon sehr viel aus, dass man hier wahrscheinlich nichts fängt. Hey, da war doch was. Oder? Oder war das das Kraut? Irgendwas war doch da gerade. Nochmal. Ja, aber wenn man der Meinung war, da war was, dann muss man immer weiter probieren. Vielleicht ist da ja wirklich was. Oder man hat sich einfach krass was eingebildet. Alles möglich. Okay, dann war da nichts.
Na gut. Da will einfach nichts beißen. Sagt einfach nein. Probieren wir gleich mal was anderes aus. Ja, und so sitze ich dann immer da und probiere alle Köder, die ich so habe. Dadurch, dass ich halt mehrere Angeln habe, kann ich heute auch von verschiedenen Ködern verschiedene Varianten benutzen. Das ist immer ganz gut. Muss ich nicht immer eine Angel umrüsten, komplett. Probieren wir mal das aus. Und tschüss. Ich würde es jetzt auch nochmal am Boden langziehen, so wie es bei den Forellen funktioniert hat. Vielleicht gibt es hier welche. Wie es ausschaut, gibt es hier nichts. Hier gibt es einfach nichts. Hat denn der andere Herr was gefangen? Oh, Gespräche. Oh, hier hat einer eine Bachforelle gefangen. In Trophäengröße, ich werde verrückt. Also hier muss es Fische geben. Der hat auch was Großes gefangen. Das ist nur die Frage, wie. Ich werde den Teufel tun und den fragen. Vielleicht rede ich auch einfach zu laut. Fische hören das und denken so, ne. Bei dem beiße ich nicht an. Der ist viel zu laut. Aber bei dem Umgeschrei da, kein Wunder, dass ich laut reden muss. Jetzt beißt du elendiger Fisch. Irgendwo musst du das sein. Wow! Alter! Ey, so steigt man aber nicht ein. Das gesehen, ey? Das war hier nichts mit Zuppeln. Der war direkt dran. Und was ist es? Guckt euch das an, ich krieg die nicht rein. Kommst du her? Was ist es? Was ist es, mein Schatz? Was ist es? Jetzt komm doch endlich her. Wir wollen dich alle sehen. Deine Chance auf ein klein wenig Fame. Wow. Wow. Forelle? Die kämpft, die Dame. Gott sei Dank ist meine Ausrüstung stärker als sie. Ja, komm doch. Hör auf zu kämpfen. Gib endlich auf. Oh, was? Was? Tja. Alter. Aber hier gibt's auch kleine, oder? Okay, probieren wir nochmal aus. Das hat ja gerade vorzüglich funktioniert. Alter Falter, was für ein Riesending. Jetzt bin ich aufgeregt. Stell dir mal vor. Also ich meine wirklich, stell dir mal vor. Du kriegst hier nur die Großen und nicht die Kleinen. Das wäre ja Bombe. Also wenn ich jetzt noch einen fange von den Großen, dann ist das schon fast besiegelt. Tja. Also beißen tut's. Wollte eigentlich Barsch fangen. Ich hab doch eigentlich die Schnauze voll von Forellen. Aber die kriegen wir rangezogen. Die muss kleiner sein. Oder die kommt auf mich zugeschwommen. Die ist kleiner. Sieht zumindest kleiner aus. Ich bilde es mir auch rein. Jo, die ist kleiner. Ist ja interessant. Da gibt's Bachforellen. Gibt's die auch hier? Mal kicken.
Schmeißen wir mal in die Richtung. Gucken, was da ist. Holla die Waldfee. Da fliegt ein Vogel los. Flieg, kleiner Vogel, flieg! Zeig mir, wo der Fisch steht. Wo fliegt das hin? Was denn? Du bist jetzt einfach nur hochgeflogen, um dann wieder runterzufliegen? Interessant. Da startet er nochmal. Ich vermute mal ganz stark, der kommt an derselben Stelle wieder runter. Wer wettet? Da war doch was, oder? Das gesehen? Die Schnur ist doch von links nach rechts gewandert. Irgendwas ist da. Das muss unglaublich tief sein, da. Ich habe ja schon festgestellt, dass verschiedene Farben auch verschiedene Wirkungen haben. Also, ich hatte es ja mit bei New York versucht, im vorherigen Teil. Habe ich es ja versucht mit Hecht. Wollte ich gerne fangen. Und habe es mit den Casting Spoons versucht. Und hatte da vorher einen anderen dran. Also nicht den gelb-roten hier, sondern. Welcher war denn das? Lass mich mal schauen. Hier der rot-weiße. Der rot-weiße hat gut geklappt. Der hier gar nicht. Probieren wir mal den aus. Also wir wissen jedenfalls, da gibt es Forellen. So. Schmeißen wir gleich trotzdem nochmal hin. Vielleicht gibt es auch noch was anderes. Alter, wie weit rausgeknattert das Teil. Meine Güte. Ganz schön übertrieben. Tja, und dann kommt das halt zustande, dass ich oftmals gar keine Jig-Köpfe ausprobiere, weil es einfach gar nicht nötig ist, die auszuprobieren. Ist für mich meistens gar nicht nötig, weil ich dann immer schon alle Fische mit dem Sortiment, was ich jetzt gerade bestückt habe, immer noch so gefangen habe. Ich versuche jetzt gerade echt gezielt Barsch zu fangen. Ich will keine Forellen mehr dran haben, deswegen gehe ich auch nicht mehr unten lang. Ich will das nicht. Ich sehe aber auch nichts. Keine Reaktion, nichts. Das ist ja doof. Vielleicht auch hier so ein bisschen mittig? Da knallen wir raus. Wutz. Ist fast auf die andere Seite. Läuft. Dann ziehen wir einfach mal. Einfach mal geradeaus ziehen. Dann sehen wir, ob da eine Spur ist, die hinterher schwimmt. Oder nicht. Möglicherweise wäre ich hier noch vom Wolf gefressen. Kann ihm aber im Austausch Fisch anbieten. Im Großen. Dann sagen, hier frisst den Fisch und lass mich in Ruhe. Fang dir auch gern noch ein. Aber wenn das nicht so weit ist. Versuch mal so ein bisschen andere Moves noch mit einzubringen. Kann manchmal ganz gut sein. Weil manchmal beißen die nur auf Twitchen und so weiter. Und dann hat man halt ab und an mal zwischendrin getwitcht. Und da stehen die vielleicht ganz gut drauf. Diese Blöden. Jetzt beiß doch endlich. Da stand hier, gibt's Barsche. Komm schon. Das ist nicht in Ordnung. Steht Barsch drauf und ist kein Barsch drin. Hui, hui, hui.
Okay. Geheimwaffe. Die Pose. Meine Geheimwaffe. Schmeißt du jetzt einfach zwischen das Kraut? Ja, gucken wir. Grillen sind dran. Ein 1-0er Haken auch. Vielleicht beißt was. Ruhe da oben. Also wenn ich wenigstens wüsste, wo die Viecher sitzen, ja, also. Oh. Oh. Der Herr zuppelt. Der feine Herr hat dran gezuppelt. So, da kommt da so eine Killerforelle. Frisst gleich die ganze Pose mit. Slup. Und weg ist sie. Ich weiß auch nicht, ob Barsche bei Posen wirklich überall gefangen werden können oder ob die auch einen Spot haben. Bin mir da gar nicht so sicher. Ich angle eigentlich Barsche auch nicht auf Pose. Normalerweise fange ich die mit Spinnern und so weiter. Alle möglichen Blinkern. Jetzt zuppelt da nicht so viel rum. Du kannst doch nicht so ein kleiner Fisch sein. Sei ein großer Fisch. Ja. Ja. Vielleicht. Am Kopf kratzen. Soll Wunder bewirken. Habe ich gehört. Fertig mit kratzen. Und? Oh. Jetzt komm schon. Warum habe ich eigentlich 123 Grillen? Was ist das denn für ein Humbug? Egal, denke ich gar nicht drüber nach. Ich habe 1, 2, 3 Grillen. Vielleicht ist der Haken echt zu groß. Durchaus möglich. Ich finde den Köder aber auch eigenartig. Hat schon mal von euch einer mit Heimchen geangelt? Ich nicht. Also entweder sind die übermäßig vorsichtig oder der Haken ist zu groß. Ja, machen wir einen kleineren ran. Wenn die nicht wollen, dann mache ich das, die wollen. So, war ich überhaupt noch kleinere dabei? Machen wir mal ein Einser ran. So. Aber jetzt. Oder? Jetzt aber. Mein Gott, habe ich gerade dieselbe Stelle getroffen? Das ist ja Wahnsinn. Sieht zumindest aus. Aber wenn da die Barsche sitzen, dann muss ich die doch auch mit irgendeinem Blinker rausziehen können. Und nicht nur mit Grillen. Das muss doch gehen. Ah, es zuppelt wieder. Es zuppelt. Es zuppelt immer noch. Yo! Irgendwas haben wir. Es scheint winzig zu sein. Was ist das? Oh mein Gott! Was machst du, Fisch? Du bist kein Barsch. Abgesehen davon, dass ich von den Viechern, glaube ich, eh noch jede Menge brauche. Was hat denn der da für Lappen dran? Ist ja interessant. Du bist ja ein komischer Fisch. Ich nehme mich mit. Okay, gut. Keine Barsche. Oder? Versuchen wir es nochmal? Wir versuchen es nochmal. Sei ruhig da. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht war das ja auch nur Zufall, dass da jetzt so ein dummes Vieh rangegangen ist.
Ja, mit dem kleinen Gedöns kann man halt echt nichts anfangen, ne? Das ist echt tragisch. Aber dann sitzen da keine Barsche, sondern die Pannfische. Ich hab nichts zu trinken. Und ich hab doch Durst. Und dann hörst du hier das Plätschern überall und denkst dir so, Durst. Aber wie heißt es so schön? Oder wie heißt die Regelung? Den Angelplatz nicht verlassen, wenn die Pose ausgebracht ist, der Köder ausgebracht ist. Wenn man den Angelplatz verlassen will, muss man die Pose und den Köder reinholen. So sieht's aus. Aber danach hole ich mir was zu trinken. Was ist denn da los? Wahrscheinlich nur ein Fisch, den es da gibt. Nein, da ist noch was. Man muss sich nur beschweren. Wenn man sich beschwert, dann beißt auch irgendwas. Siehst du? Wieder so ein kleiner Lump. Gibt's ja wohl nicht. Okay, keine Barsche. Oh. 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 Er wollte gerade weiterlaufen. Ich habe gerade nichts geklickt, weil ich hier in diesem Menü-Dings hier da drin war. Dann hat sich gesagt, oh, jetzt renne ich mal weg. Scheiße, ich habe mir nichts zu trinken geholt. Ah, vielleicht beißt ja eine Forelle. Auf Grillen. Ja, man muss nur wissen, wo die Barsche stehen. Da stehen sie offensichtlich nicht. Das ist voll blöd. Okay. Wie? Anschlag war zu früh. Irgendwas ist da hinten doch. Okay. Jetzt hol ich mir was zu trinken. Dann bin ich gleich wieder da. Und dann schmeißen wir das Ding nochmal dahin. So, und jetzt müsst ihr euch mich vorstellen, Oberkörper entblößt, wie in der Coca-Cola-Werbung. Nur, dass ich keine Coca-Cola trinke. Und dass ich was anhab. Sei ruhig da! Keiner will deine Meinung hören. Komm schon, wir wissen, dass du da bist, Fisch. Wir haben schließlich eine Meldung bekommen. Aha. Aha. Okay. Da ist wirklich was. Nur was ist da? Wahrscheinlich wieder so ein kleiner Lumpenbold von links. Er ist dem Köder gefolgt, hat gesehen, dass ich da hingeschmissen habe und gesagt, yeah! Noch eins! Komm, ein einziger Haken, beiß einfach an. Stell dich nicht so an.
Ich mach gerade Däumchen drehen. Sehr viel mehr kann man auch gerade nicht machen. Schade, dass ich meine Angel nicht ablegen kann und mit mehreren hier angeln kann. Das wäre cool. Könnte ich hier gleich alle vier irgendwo ausbringen. Naja, gut, maximal drei. Oh. 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 Komm schon. Komm schon. Ach bitte, beiß doch an. Wir wissen, was da ist. Kann doch nicht sein, dass der Haken da zu groß ist. Ich habe den kleinen Fisch da gesehen, der da auf das Riesending gebissen hat. Der war nicht mal größer als meine Hand. Hartnäckig. Der ist sehr hartnäckig. Wie der Köder denn nur auf Barsch geht? Ich glaube nicht. Ich weiß halt nicht, was für Barsche hier drin sind. Ich würde halt gerne mal einfangen. Weiß auch nicht, ob die hier sind. Aber da stand halt drin. Bei anderen stand nur Forellen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Komm schon. Komm schon. Bisschen beißen. Ich lass dich auch wieder frei, wenn du beißt. Ach, guck mal an. Ach, Scheiße. Ich wollte gerade sagen, guck mal an, man muss ihm nur gut zureden, dann beißt er aber. Nein. So. Meine Beine haben sich gerade gefreut über meine Fäuste, dass sie gerade Bekanntschaft gemacht haben wieder. Au.